Willkommen zurück zu Doom Eternal, würde ich sagen, an der Stelle. Und zu absoluter Überraschung meinerseits, beziehungsweise Verwirrung, weil ich dachte, ich müsste jetzt wieder Geld ausgeben. Aber anscheinend muss ich kein Geld ausgeben. Weil ich habe im Vorfeld auf Fear Ancient Gods Teil 2 gedrückt und dachte mir so, naja, okay, probierst es. Ich habe mich hingestellt erhalten. Und wo gucken, wie der Kaufdialog aussieht, und dann geht das Spiel auf einmal los. Ja, gut. Schön. Ich habe anscheinend einen Season Pass gekauft, habe ich dann auch gemerkt. So, kleines Update. Wir spielen das in höherer Auflösung, weil ich habe zwischendurch eine neue Grafikkarte gekriegt. Ich habe Performance-Tests gemacht, das dippt einfach nicht. Natürlich werden nach wie vor 60 FPS. Das ist, glaube ich, das höchste, was ich jemals an YouTube-Videos gemacht habe. 60 FPS in 1440p. Keine Ahnung, ob es auf den heimischen Endgeräten irgendwie besser aussieht, aber zumindest gibt es ein bisschen mehr Bitrate, glaube ich. So, neues DLC. Ich habe noch nichts gespielt. Das ist ja das Ding, wo ich gerade verwirrt war, dass es losgeht. Dann fangen wir einfach mal an. Willkommen zu Doom Eternal. Ja, okay, gut. Achso, jetzt gibt's so Tipps, das habe ich schon gesehen. So, ich spiele natürlich nicht den Spaß hier. Hier stirbst du erst das. So, Albtraum werde ich, glaube ich, auch nicht mehr machen. Das Schöne ist übrigens, dass drunter steht mit mehr Dämonen, weil es ein DLC ist. Ich werde wahrscheinlich wieder auf Ultra Brutal spielen, weil Albtraum war mir doch zu hardcore, wenn ich mich recht entsinne. Aber es reicht ja auch, ne? Ich denke mal, dass das, je nachdem, wie bullshittikus die Gegner wieder sind, ist das auch vollkommen ausreichend. Ich werde mich wahrscheinlich trotzdem wieder aufregen. Obwohl ich gemerkt habe, wenn ich nicht aufnehme, beziehungsweise wenn ich aufnehme, ohne zu reden, wird sowieso irgendwie alles besser für mich. Ist mir aufgefallen. So. Wollen wir mal loslegen, wa? Was bisher geschah? Wissen wir eigentlich schon, aber. Man weiß. Der Krieg gegen das Böse geht weiter, als der Slayer zum Trotz des Markier den dunklen Fürsten wieder in seine fleischliche Form bringt. Während das himmlische Reich in Trümmern liegt, begibt sich der Slayer auf die gefährliche Reise nach Imorra, den Hauptstadt der Hölle, um den dunklen Fürsten im Zweikampf zu besiegen. Was ich so am Probenmaterial gesehen habe, wird das eher nicht passieren, weil er keinen Bock hat. Ist der Slayer erfolgreich, werden alle Dämonen außerhalb der Hölle zerstört und alle Verbindungen zum Schattenreich gekappt. Wenn er aber verliert, werden der dunkle Fürst und seine Armeen über alles und jeden herrschen. Das ist relativ riskant, ne? So im Gesamtkonzept. War ja klar, dass das funktioniert. Blut darf vergossen werden am heiligen Ort. Unsere Zeit wird kommen. Überlebst du, werde ich auf dich warten in der Stadt Imorra. Alte Götter, Teil 2. Es wäre ja auch ein bisschen einfach gewesen, wenn er ihn einfach wieder ins Leben zurückruft, ihm dann zu zerschießen, ne? Obwohl bis die Frage kommt, warum man nicht einfach die Plattform kaputt, die Bubble kaputt machen konnte. Die vom Vater ging ja auch. Hey, es erinnert mich ein bisschen an den Diablo-Level, so wie es aussieht. Oh. Was ist das für ein Berg? Also ich mag ja die Agenten nur Orte. Habe ich ja nicht wieder alle Waffen? Ja, oder? Hey, Doom Eternal Meisterschaften. Du hast jetzt das nötige Werkzeug, um Doom Eternal erfolgreich zu sein. Glory Kids, blablabla. Achso, das ist das Tutorial, was ich gekriegt habe, wenn ich das normale Spiel spielen würde. Der Codex, die Schaubel, die... Achso, warte mal. Die Steppen. Bild anzeigen. Ah ja, Dämonen, okay. Aktdateneintrag 021. Der Weltenspeer ist ein kosmischer Kristall unbekannten Ursprungs, der im Planeten Argete nur auf Äonen von Pol zu Pol durchbohrte. Die rätselhafte Splitter ist von Steppen umgeben, die verstreuten Stämme der Argenkrieger beheimelt, die sich während der Wächter Bürgerkriegs abgespalten hatten. Siehe die Geschichte der Wächter Teil 12. Verblassene Siedlungen verwittert in der Wildnis, Reste des alten Dörfer, die während des Konflikts von der verdammten Armee des Nordens heimgesucht wurde. Der Weg zum Weltenspeer führt über die alte Straße nahe dieser Siedlung. Doch seit Jahrhunderten hat niemand mehr diese Reise angetreten. Es steht geschrieben, dass eines Tages ein mächtiger Krieger zurückkehren und den Speer samt den Innenwohnern gewaltige Kraft suchen würde. Die Fackel der Könige wurden allen die Ankunft dieses Kriegers verkünden. Achso, also das Ding geht hier einmal von einer Ecke zur anderen durch. Um nach Imorra zu gelangen, musst du das Tor von dem, wo
Prüfung mit dem Kristall des Geistes speisen und dorthin gehen, wo sich der dunkle Fürst aufhält. Der wartet auf dich. Warum ist Vega jetzt eigentlich trotzdem Vater? Also ich meine, wir haben doch die Bubble von Vater zerstört, oder nicht? Sollte der nicht eigentlich nicht sich selbst sein? Wie auch immer die menschlichen Dämonen hier eigentlich herkommen. Kurze Aufwärmübung hier. Ich habe tatsächlich aber vorher schon ein bisschen beim Performance-Test noch Superblut ist noch dreimal gemacht, um zu gucken, wie gut ich das noch hinkriege. Ich wollte gerade nachladen. Ach, wie dumm von mir. Nachladen, Doom spielen. Oh, ganz schön runter hier. Hui. Oh, der ist tot. Ups. Achso, die anderen Fähigkeiten habe ich ja auch noch. Also, ich muss mich einfach wieder reinfinden, ne? Das ganze Ding hier. So, Arsenal, bababab, ist wie immer. Runen haben wir sowieso alle. Was habe ich jetzt hier drin? Doppelten Schaden. Was hatte ich noch? Kannst du die extra drücken, wenn du. Der Blutschlag macht mehr Schaden, wenn du gesagt in ich glaube, das hier fand ich besser, ne? Bei den anderen Scheiß muss ich auch nochmal kurz. Fürst logisch jetzt schneller aus. Ach, das ist das hier wieder jetzt hier. Verlängert die Bewegungskontrolle in der Luft. Verlängern sie kurz. Okay, das war gut. Ne, warte mal. Zack. Der lässt Gesundheit. Sinken die Aufnahme. Verlängert die Benutzung von Gegnern. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Und was war das dritte hier? Der langsam ein Logik hat einen Tempo-Boost. Braucht keine Sau. Die Fürst logisch jetzt schneller aus. Große Entfernung. Sinken die Aufladezeiten, hinterlassen. Ja, komm, machen wir das hier. Keine Ahnung, was ich im Vorgänger hatte. Ist schon wieder zu lange her. 3 Wochen. Ach so, warte mal. Ich habe gar nicht mehr so viele Gesundheit, fällt mir gerade auf. Das nächste darf ich jetzt, dass es ja alles rot ist. Moment. Guck mal, Lebenspunkte. Yay, und das ist nicht mehr rot. Wuhu. Das ist ja noch mal Munition. Schön. Oh, da vorne ist auch ein Gegner. Wo geht denn da her? Gebt mir doch mal eure feinen Lebenspunkte, Freunde. Aber schön, dass ich die ersten paar... Was? Entzünden die Fackel der Königin? Oh. Schön, dass ich die ersten paar Gegner direkt übersehen habe, ne? Fackel der Königin? Was? Es geht gut los. Ein schnelles Spiel. Ich bin verwirrt und springe hier hin und her. Kann ich irgendwo... Gibt es hier noch welche Höhlen? Ah, das sieht nicht nach Höhlen aus. Warum ist da... Ach so. Das war nicht der Weg. So, man kann hier weiter krabbeln. Ach. Ja, was war das? So, die nächste Plattform ist echt da? Ich kann schon mal weg. Ach nee. Hey. Ich muss doch sehr bitten. Warum sind diese komischen Höllendinger hier eigentlich verbaut? Was soll denn das? Oh, jetzt kriege ich eine Erklärung. Übrigens an sich ein sehr schlechtes Tutorial, ne? Das habe ich schon in Trailern gesehen, dass es das gibt. Wo behalte ich die Armor, die ich hier in diesem Ding sammle? Wahrscheinlich, oder? Vielleicht haben wir eine Kräfte benutzt, die um Ecken zu kommen. Oh. Ich komme halt trotzdem rum! Oh. Na gut, da ich das hier die Bewegungskontrolle habe. Oder das ist dieses. Können wir einen Doppelsprung weiter. Achso, okay, jetzt kann ich das nicht mehr. Achso. Der Cooldown ist halt so lang, das muss ich den Doppelsprung machen, um kurz Zeit zu rausholen. Okay.
Na gut. Ob mir das immer durch so Rüstungs... Splitter angezeigt wird, wo ich hin muss? Hier war doch... Ah, genau, hier. Ich weiß nicht, was mit der Armor soll, aber... Oh nein. Warte mal, ich habe doch hier irgendwo noch einen Raketen. Warum ist denn hier das... Das war, ich muss mal kurz alle Waffen hier kurz. Warum ist denn hier das Scharfschützengewehr drauf? Meine Güte. Okay, das ist richtig. Ja, das Ding, okay. Ja, auch richtig. Okay, gut. Ich würde gerade meckern, warum hier über die falschen Upgrades drauf sind auf den Waffen. Das ist ja schrecklich. Das geht ja so nicht. Screecher-Dämon. Was ist denn das? Ein schwacher Gegner verkürzt der alte Dämon der Arena verstärkt, wenn er getötet wird. Zum Beispiel verstärkt man stärker, schneller und schwerer zu töten. Toll! Das wäre wahrscheinlich ganz klug, alle Screecher gleichzeitig zu töten, oder? Nehmt das! Die werden ja wohl trotzdem sterben, oder? Ah, fuck. Oh, das ist nicht gut. Nicht gut. Ich brauche mal kurz Munition hier. Freunde, kommen wir mal her, ja. Warum ist denn jetzt so schwer die Zielrakete drauf? Oh. Ha. Na gut. War jetzt nicht unbedingt so der stärkste Kampf meinerseits. Aber ich komme auch noch rein, nicht wahr? Ich habe vor allem mit der Waffenvarianz bin ich immer noch ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Oh, warte, das war falsch. So, was ist das jetzt hier? Boah, das ist wirklich mein Ziel? Was ist das denn? Hä? Achso, das war tatsächlich das, was ich machen sollte. Die Fackel ist ein grüner Hund? Ach ne, oh, okay. Höllentoten dann nie, aber ich kann doch nicht raus. Muss ich rausgehen, um den Höllentoten zu zerstören? Oder muss ich das jetzt einfach nur abwarten? Ah, da ist er doch, oder? Nee. Ich dachte, ich hätte ihn gesehen. Oh, fuck. Noch ein Pinky? Hm? Okay, da war ich gerade, nicht drauf vorbereitet, dass da... Ja, ist das mir klar, was ein Pinky ist. Aber ich war nicht darauf vorbereitet, dass da so viele Weiber kommen. Oh Mann, ey.
Ich hab dich mit 1000 Pinkies. Okay, das ist also das Ding. Ich muss kurz in einer kleinen Arena durchhalten und danach geht's in die große. Okay, das kriegen wir aber hin. Ah. Warum sind die nicht immer hinter mir? So, das war der letzte Gegner, ne? Und jetzt löst es sich auf, oder? Oder? Nein, nein. Was ist noch ein... Jetzt. Okay, also ich musste das machen. Okay, gut. Ich dachte, ich war mir gerade nicht ganz sicher, ob das jetzt eine optionale Herausforderung war oder ob das jetzt irgendwas ist, was ich auf jeden Fall tun musste. So, habe ich schon mittlerweile schon irgendwas verpasst? Nö, sieht gut aus. Okay, gut. Ich war gerade für einen kurzen Moment beunruhigt, dass ich hier... Schwachpunkt Armored Baron. Hey, damit kann das getötet, wenn seine Rüstung zerstört wurde. Nutzt das Passwort, um seine Rüstung anzustellen oder schießt auf den Streik, kommen an seiner Schwachstelle, wenn dieser grüne auftaucht, um die Rüstung sofort zu zerstören. Okay. Regeneriert seine Rüstung wieder, oder was? Ah, cool, er regeneriert seine Rüstung wieder. Also das ist jetzt für mich nicht so cool, aber... Hä? Habe ich gerade erfolgreich sein Dings unterbrochen? Der wirft das Ding. Das ist ja interessant. Also ich habe gerade mit der Rauchgranate... Quatsch. Also ich habe gerade erfolgreich... Mein Herr, würden Sie bitte nicht... Hey, Armored Baron. Schießt auf den Streik, können wir der Grün aufleuchtet. Bababab, Schwäche Plasmagewehr, Schwäche Wächterhammer. Den habe ich noch nicht. Eintrag einsetzen. Der Armored Baron sind mit der Technologie von Imora ausgestattet. Sie patrouillieren von den Stadttoren mit Morgensternhandschuhen, die der dunkle Fürst selbst verfluchte. Ein vernichtender Schlag löscht Körper und sieht gleichermaßen aus. So wie die Markiers fürchten diese Schöpfung aus der Mondmaschine, denn ihr endloser Blutdurst kennt keine Gnade. Ach, schön. Hm. Na gut. Also der wäre jetzt, also der wäre jetzt leichter zu töten gewesen, als es jetzt aussah, ne? Ich habe mich jetzt ein bisschen angestellt. Aber hier respawnen immer noch Gegner. Also Zombies dauerhaft. Gibt's, kommt hier noch was? Muss ich einfach weiter rennen. Oh nice, ein riesen Tentakel. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen als riesige Tentakeln. Ob ich da einfach rüberspringen muss? Aua. Ich hab keine Ahnung, was hier der Plan ist, ne? Oh, das war's schon. Achso, das wird ja anscheinend... Okay, das war natürlich wieder klar, dass es hier nicht bei dem bleibt, was wir bis jetzt gesehen haben. Was warp denn hier gerade ran? Oh, noch so ein scheiß Armored Baron. Ja, warte mal, das wird mir gerade ein bisschen heftig hier. Wir müssen ja mal ein bisschen Ads reduzieren hier, würde ich sagen. Tschüss! Na, warum habe ich jetzt hier Raketen? Die verwendet. So, wer lebt denn hier noch? Hallo!
Wo ist denn jetzt unser Baron hin? Das ist hier noch welche. Dass er nicht, kaputt geht, wenn du einmal dein Schild zerstörst, ist natürlich extrem ärgerlich, ne? Es wäre wahrscheinlich klug, das tatsächlich auszunutzen, wenn er mit seiner komischen Waffe rumheinzelt. Problem ist bloß, dadurch, dass hier die ganzen Imps rumspringen, fällt es mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Na, wir versuchen das mal. Weiß ja nicht, das. Oh. Ich kann ja nochmal sterben. Also es funktioniert so semi-gut, ne, mit seiner Waffe da. Oh, hier unten sind gar keine Imps. Weil hier bleiben sollen. Ah, das hat's. Da kommt doch bestimmt jetzt zu mir, oder? Ja. Okay, das sollte ich nicht versuchen. Würdest du mit immer sterben? Ist ja schrecklich. Okay, das ging aber auch. Also das ist. Also solange die immer nur einzeln kommen. Kommt der hier dahin, halt, ja. Würdest du bitte sterben? Meine Güte. Also die Hell Knights waren auch immer schon mal stärker, ne? Oh, warum ist denn jetzt hier das Scharfhüpfengewehr drauf? Bitte sterbe ich hier noch auf dem letzten Meter, ne? Ich suche eigentlich gerade die ganze Zeit den Raketenwerfer, ich finde die Taste nicht. Ist denn dieser. Da ist der Drecksraketenwerfer. Diese komischen grünen Viecher sind aber auch mal anstrengend hier. Ist der jetzt nicht mal tot? Sind wir noch nicht. Ja, du müssen was damit der Schurken machen. Ah, jetzt. Komm mal her, du hast doch bestimmt noch Munition bei, oder? Meine Güte. Ach, das war nur Zombie. Klar. Meine Güte. Das hätte ich bestimmt schon die ganze Zeit machen können, um irgendwelche Vorteile zu erreichen. Ne? Ach, hier kommen noch mehr Gegner. Was Großes? Okay, warum muss ich jetzt hier die Importen abwehren? Meine Imps sind ja auch nur Trash-Gegner, ne? Na, warum? Kommt hier noch was? Das sind echt viele Imps, das gebe ich ja zu, aber. Also außer dass ich jetzt 10 Milliarden Rüstung droppen. Und dass ich jetzt keine Munition mehr für meinen Schrotflinte habe? Haben wir es dann? Ah. Ah. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, warum man auf einmal jetzt 2 Milliarden Imps angab. Na gut, das ist doch eine gute erste Episode. Dafür, dass hier seit Jahrhunderten keiner lang mehr gekommen ist, sieht dieses Mittelalter-Zeug hier eigentlich noch relativ cool aus, ne? Na gut.